Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir hier die Fort Hagen Kommunikationsbasis, oder wie auch immer das heißt, hier betreten, haben einige Rust Devils erledigt und haben eine super geile Power Armor gefunden. Geil, war. Sie hat schon gelohnt. Wer kann ich jetzt tragen? Viel, ne? Mein Gott, Inventar 310, okay, sau gut. Da ich, was auch immer jetzt hier kommt, ich werde es fertig machen. Ich habe das Gefühl, es wird etwas sehr, sehr Übles kommen, wenn ich die Wahl habe, hier eine Power Armor noch mal abzugreifen. Eine super starke dazu noch. Okay. Ich habe schon ein angefangenes Set und jetzt habe ich einfach alle Teile. Das ist ja mal richtig geil. So, da muss ich jetzt auch noch schon sagen, wenn das nicht geht, nur weil ich jetzt in der Power Armor wäre, ne? Wäre ja noch schöner gewesen. Jedes Mal aussteigen wegen der Dingens. Wenn du Schlösser knacken willst oder so. Das was. Ach, wollen wir ja durch Strahlungsschutz ein bisschen, glaube ich. Man kann das Ding eine Taschenlampe in sich. Das habe ich auch nicht Standard. Bei Power Armors. Dann auch erst einbauen. Nochmal zurück. Kann ich auch viel Müll, weil wie viele Power Armors hier sind, ne? Und ich ist noch irgendwo hier eine. Will ich noch eine abgreifen? Aber wahrscheinlich nicht. Jetzt bräuchte ich schon diesen einen Effekt hier. Diesen einen Perk. Mit mehr Strahlungsschaden und längere Fusionskerndauer. Also an manchen verschlossenen Dingern, ne? War ich nicht echt. Was haben sie sich dabei gedacht? What were they thinking? Also lass doch mal irgendwo ein paar Mods hier so rumliegen. So, gut, weiter. Glaube ich. Einen habe ich schon einen gesehen. Ist nicht okay. Was ist hier los? Der ist nicht feindlich. Der tut jetzt alle möglichen Leute gleich auf mich. Obwohl die sehen nicht. Die sehen nicht so aus, als würden sie irgendwie laufen. Okay, was geht? Ich
gleich reden. Sie sehen mir nicht nach einem Rust-Devil aus. Was tun Sie hier? Ich suche nach einem Radarpeilsender. Nach einem Radarpeilsender? Wie interessant. Da suchen Sie ja nach einem sehr spezifischen Teil. Und nach einem typischen Teilesammler sehen Sie mir nicht aus. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 98,8%, dass Sie nach dem Mechanist suchen. Wenn ich recht habe, und für gewöhnlich habe ich das, dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich bin ganz Ohr. Wie erfrischend. Dann erkläre ich es Ihnen. Also, wie kann ich das so einfach wie möglich ausdrücken, damit jemand mit Ihrer Rechenleistung das versteht? Um den Mechanist zu finden, brauchen Sie mehr als nur meinen Radarpeilsender. Sie müssen auch in die Anlage eindringen können. Das könnte ich Ihnen ermöglichen. Die Power-Armor, die ich anhab, an. Sie müssen einfache Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen Sie mich so weit wie möglich von diesen Irren hier wegbringen. Was? Zum anderen brauche ich einen neuen Körper. Sobald beides erfüllt ist, gebe ich Ihnen gerne alles, was Sie brauchen. Abgemacht. Mich hintergehen, ja super. Was soll's, ja. Okay. Eine kluge Entscheidung. Sobald wir an unserem Ziel sind, gebe ich Ihnen zu gerne meinen Radarpeilsender als Geste guten Willens. Und jetzt empfehle ich Ihnen, dass Sie aufhören, mitten im Feindesgebiet herumzutrödeln und uns beide unverzüglich hier rausbringen. Was mit denen da hinten? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe trotzdem voll viel Schaden bekommen. Oh, meine Freunde nicht. Alter! Wenn mich dann diese eine Waffe aus Fallout 3. Den Flammenspucker. Warte, der kommt auf mich zu. Au! Bessere Waffen mitnehmen sollen, ganz ehrlich. Ja, schieß von da unten. Oder wie? Oder wenn ich gut gehen? Mein Gott, wie sie so schnell kaputt gehen ist, ne? Was dann? Oh mein Gott, ehrlich? Ich glaub, mein Dings hat irgendwie mehr abgezogen, ja, mein Best Friend. Nein, noch nicht die Buff, obwohl die macht auch viel Schaden anscheinend. Was Teile schieben, Schüsse ausweichen. Ah. Oh Gott, der explodiert. Jetzt machen Sie endlich. Warten wir nicht auf noch mehr grauenhafte Monster. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Oh cool.
was genau alles mit dem auf sich gehabt. Okay. Jetzt weiß ich, warum das Kopfjagd heißt. Okay, ich nehme an, eine andere Möglichkeit hat man sowieso nicht, ne? Ja, der war ja nicht irgendwo so ein Augenbot. Vielleicht kann ich Ihnen hierbei helfen. Schließlich kann ich ja sonst kaum etwas tun, nachdem Sie meinen Körper von meinem Rumpf getrennt haben. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Nur zwischen uns beiden. Was zum Geier ist ein Kompromiss? Redest du von Treten oder sowas? Gut. Ich muss das so ausdrücken, dass sogar ein Dummkopf wie Sie es versteht. Dann ebenso. Sie brauchen Informationen, die Ihren Boss glücklich machen. Ich möchte mein Gehirn in einem Stück behalten. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Gut, ich höre. Ich warte. Achten Sie auf die Stolperdrähte. Ich würde den Tag gerne intakt überstehen. Nun, das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Sie wird nicht enttäuscht sein. Wartet nicht gern. Weißt du was? Fang an zu reden. Dann höre ich auf zu. Dann erzähle ich Ivy alles und wir werden sehen, wie glücklich sie ist. Aber erstmal lasse ich deinen Kopf in dieser Maschine. Nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Wie hört sich das an? Oh, wird wohl reichen müssen. Ich meine, ja, abgemacht. Okay. Terminal, ehrlich. Ich kann nicht mehr darauf geachtet, immer. Der den Highscroll gelöscht hat. Punkt. Warte mal, ist Automatron Dingens ein Spiel? Ja. Mein Gott. Ah, verdammt, da war ich. Ich glaube, irgendwann mache ich eine Folge, wo ich nur solche Dinger spiele. Irgendwann mache ich eine Folge, wo ich alle Spiele einfach immer so spiele. Aha. So Grognack der Barbar und also was. Geschafft. Gibt's ja noch ganz viele. Mir hat jetzt die ganze Zeit anhören.
Oder ist ja das irgendwie Ada und Jezebel nicht irgendwie miteinander interagieren? Ja, schon beinahe so ein bisschen gewünscht. Oh Gott. Ich sollte Ada auch ein bisschen pimpen. Durch. Bevor ich irgendwie weitermache. Nur so viel Schaden, meine Güte. Wo ist die Tour hier, die zurückgeht? Da. Ja. Au. Alter. 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 Ja. Alter, was soll ich denn hier gegen machen? Schon wieder. Ich irgendwie Pulsmähen oder so. Dem muss mir irgendwie gar nichts bringen, wie ich das Gefühl habe, ne? Aber ich habe es überlebt irgendwie. Aber meine Rüstung ist schon wieder im Eimer, sehe ich gerade. Mit Power Armor. Geh weg. Mein Gott. Mark 1 geschützt. Ehrlich? Er sollte nicht so einen Widerstand haben. Ja, da zwei Verfahrensgruppe gehen gar nicht. Ja, komm, komm, komm. Danke. Oh. Alter. Alter. 35 Stimpex nur noch mal. Wieso tut mein Best Friend so viel abziehen? Zum Glück habe ich diese Power Armor gefunden. Der ist schon längst tot. Wie, ich kann das nicht tun. Ich konnte doch vorhin auch an eine Terminal rangehen. Ja. Wer ist dieser Mechanist? Ein verdammter Roboter sind überall. Okay. Ja, er hat sein Schild auf einen Bot gesteckt. Nicht auf irgendeinen, nein, auf den ultimativen Torus-Bot. Jetzt gehe ich wieder normal rein. Erstmal bin ich so reingesprungen.
So. Ja, damit. Eieiei. Heft. Warte mal, ich kann doch hier meine Dingens. Ja, super. Brauche ich jetzt nicht parieren. Schnell wie die Sachen hier kaputt gehen. Lohnt sich halt nicht. Okay. Schaffe ich jetzt wesentlich neue raus. Bevor ich. Weiß ich nicht. Den Part beende. Schreib mich nicht so. Ich, da muss ich ja mittendrin aufhören. Sollte der letzte Part für heute sein. Ja. Gefühl, sollten überall Fallen sein, aber die haben die schon ausgelöst. Oh. Ja, da konnte ich da auch dran. Okay, die waren jetzt nicht auf dem Stuhl oder so. Oder unten, keine Ahnung. Ja, ist aber vollkommen egal. Sieht doch sowieso nicht die Animation, oder? Ja, man sieht keine Animation, also. Ja. Da brauche ich nicht. Keine Ahnung, warum beim ersten Mal diese Animation kam. Was soll's? Ich krieg immer noch. Wie soll ich denn da hinkommen? Nö. Da sag mir, was das für hier drin, ne? Aussieht, wenn sie versucht schnell zu laufen. Ja, ich könnte jetzt hier rumgehen, aber ja, ich könnte mich da runterfallen lassen. Also uns gerne entfernen, ja, und du hast jetzt direkt einen neuen reingeballert, ne? Komplett vollen. Was mich persönlich ein bisschen stört. Okay. Hat's jetzt gemerkt. Dann schaue ich jetzt wenigstens neu raus. Wenn noch mehr Gegner kommen, nicht mehr. Es werden wahrscheinlich neue Gegner kommen, ne? Basierend auf meiner begrenzten Erfahrung mit dir schätze ich unsere Chance hier rauszukommen auf 65%. Nicht optimal. Mehr Anstrengung würde vielleicht die Chancen erhöhen. Bei Klappalden. Du bist ein Kopf, du hast ja nichts zu sagen. Ich bin der Kopf hier. Ich bin der Star dieses Spiels. Also gesehen, was wir ja gerade überlebt haben. Das war eine grazielle Figur, ich auch gegeben habe. Was war das? Wir haben wegen nichts
Okay, würde ich sagen, ich beende Partie. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.